Sie ist eine der besten Hundecoaches. Die Hundeexpertin hat bereits 3 Bücher veröffentlicht. Sie hatte die besten Lehrmeister der Welt. Die wilden Straßenhunde von Bali. Dort hat sie 15 Jahre lang gelebt und aktiv im Tierschutz mitgewirkt. Ihre brandneue Art, mit Hunden zu kommunizieren, hat schon mehr als 10.000 Menschen weltweit zu einem entspannten Leben mit ihrem Hund verholfen. Ihre Kunden nennen sie heute die Hundegöttin von Bali. Begrüßt mit mir Antje Hebel! Ich wünsche mir, dass Menschen mit ihren Hunden in Harmonie und ganz entspannt zusammenleben können. Das ist noch nicht selbstverständlich. Klar lieben die Menschen ihre Hunde, aber wissen das die Hunde auch? Um mal klar zu machen, was ich meine, möchte ich etwas inszenieren. Etwas, was in allen deutschen Haushalten irgendwann auf diese Art oder auf eine andere Art passiert. Beate, die Hundebesitzerin, kommt ins Zimmer mit ihrem Abendessen und überlegt, wo stelle ich es hin? Couchtisch geht nicht, da ist der Hund, die Herausforderung ist zu groß. Okay, stelle ich es auf den Schrank. Geht wieder in die Küche, holt sich ein Wasser, kommt zurück, das Brot ist weg. Emma hat es gefressen. Jetzt beginnt das Drama. Beate wird sauer. Und jetzt meldet sich ihr Ego. Warum wird sie denn sauer? Die wird sauer, weil sie sagt, das geht doch so nicht. Wieso nimmt die einfach, was mir gehört? Das ist unmöglich, sowas tut man nicht. Aber weißt du was? Einem Hund ist das egal, was man tut oder nicht. Für den Hund bedeutet es, du hast etwas, was dir wichtig war, hier abgelegt, bist weggegangen und für den Hund heißt das, es ist frei, jeder darf es sich nehmen. So sieht's der Hund. Beate hat es ihm also hingelegt. Ja, klar frisst er das. Das ist doch logisch. Aber nachdem Beate jetzt erstmal sauer ist, kommt noch das Körperliche, weil sie muss ja ihrer Wut auch Ausdruck verleihen. Und jetzt wird's richtig fies, weil jetzt schüttelt sie die Emma, drückt die zu Boden und wird unfair. Und in einem Moment, das ist nur ein kurzer Bruchteil, als Emma zu ihr hochguckt und sie sieht diese Angst und diesen Schrecken in den Augen ihres Hundes, da trifft sie einen Pfeil mitten ins Herz und sie sagt, das gibt's nicht, warum bin ich denn so mit meinem Hund? Sie fühlt sich schlecht, sie kriegt ein schlechtes Gewissen, sie schämt sich vor sich selber und vor ihrem Hund. Das geht natürlich nicht, das heißt, sie will ja diese Situation wieder entschärfen und kommt dann auf die Idee, jetzt gebe ich der Emma einen Kauknochen. Dann fühlt sie sich besser. Damit ist das Problem für Beate gelöst, weil es hat ja jetzt einen positiven Ausgang. Aber nicht für Emma. Für Emma ist Folgendes passiert. Emma hat im Bruchteil einer Sekunde 10% ihres Vertrauens in Beate verloren. Und es wird Beate Wochen dauern, dieses Vertrauen wieder zu gewinnen. Das ist theoretisch okay, der Hund kann damit leben, der Mensch kann damit leben. Aber auch Hunde haben Gefühle und auch Emma muss ihren Frust wieder loswerden. Sie kann natürlich Beate nicht zu Boden drücken und würgen oder was auch immer. Aber sie hat diese Ängste und diesen Schrecken und diese Panik, die sie in dem Moment erlebt hatte, immer noch bei sich gespeichert. Und das muss raus. Die muss das auch loswerden und sie braucht das Recht dazu. Aber sie wird es nicht an Beate auslassen. Nein, dieser Hund wird ihren Stress beim nächsten Spaziergang auf den nächstbesten Artgenossen ablassen. Und dann beginnt das Drama von Neuem. Beate wird wieder meckern, sie wird sie disziplinieren, sie wird sie zurückhalten. Nee, lass das, nein, pfui. So wie das ja üblich ist. Und weißt du was? Auf der Seite von Emma hat bis hierhin
nicht einen einzigen Fehler begangen. Die Fehler dieses Hundes sitzen nur im Kopf von Beate. Weil wir Menschen sehen die Welt mit anderen Augen als unsere Hunde. Und unsere Hunde lösen Probleme anders als uns, als wir. Aber wir können eine gemeinsame Sprache finden, die Sprache des Herzens. Denn dein Hund hört nicht auf das, was du sagst. Er reagiert immer nur auf das, was du fühlst.